Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten aus Wasserburg am Inn und aus der Region. Bitte schön. Um in allen Ortsteilen im Landkreis Rosenheim eine schnelle Internetverbindung anbieten zu können, muss das Breitbandnetz erheblich ausgebaut werden. Laut einer Studie, die am Dienstag, dem 28. Juni, im Landratsamt Rosenheim vorgestellt wurde, summieren sich allein die gemeindeübergreifenden Verbindungsabschnitte auf eine Länge von sage und schreibe rund 170 Kilometer. 37 der 46 Landkreisgemeinden beteiligten sich an der Erstellung dieser Breitbandstudie. Ein beauftragtes Ingenieurbüro aus Regensburg erstellte für jede Gemeinde ein individuelles Planungsergebnis. Aufgabe des Regensburger Ingenieurbüros war es weiterhin, technisch und finanziell machbare Lösungen für die Region unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastrukturen zu finden. Für alle unter Ihnen, liebe Zuschauer, die sich für dieses Thema interessieren, haben wir einen ausführlichen Artikel hier bei uns unter Panorama zur Verfügung. Bitte schön. Und gleich zum Sport. Nach Jezebel Ohanian wird auch Charlene Hightower zum zweiten Mal an den Inn wechseln. Jetzt spielt sie wieder die Flügelposition in dem Basketballverein, die sie ein Jahr lang an Ashley Hayes abgetreten hatte. Hightower hatte den Vizemeister 2009 nach nur einem Jahr im rot-weißen Dress wieder verlassen. Einen ausführlichen Bericht zur Rückkehr der Topscorerin an den Inn lesen Sie unter Sport. Und noch einmal Basketball. Die Bronzemedaille brachte die U12 der Mädchen des TSV Wasserburg vom Basketball-Mini-Masters Bayern aus Schwabach mit. Als Zweiter des oberbayerischen Mini-Masters hatte sich das Team von Bundesligaspielerin Jana Furkova für diese bayerische Meisterschaft qualifiziert. Durch einen 41:38 Sieg gegen den Zweiten, den TSV Nördlingen, holten sich die Wasserburgerinnen den dritten Platz der Bayerischen Meisterschaft hinter Schwabach. Die jüngsten Wasserburger Basketballer spielten ein U10-Turnier in Landshut und belegten einen hervorragenden zweiten Platz. Trainerin Jana Furkova trat mit einer gemischten Mannschaft aus 6 Jungs und 6 Mädchen gegen zum Teil reine jungen Mannschaften an. Nur gegen Freising mussten sich die Innstädter knapp mit 13:21 geschlagen geben. Mit Pauline Huber wurde eine Wasserburgerin von der Trainerin zur besten Spielerin des Turniers gekürt. Die genaue Mannschaftsaufstellung finden Sie auch hier bei uns unter Sport. Das größte Sichtungsturnier für den bayerischen Basketballnachwuchs für die Jahrgänge 1997 und jünger fanden vom 25. bis 27. Juni in Bamberg statt. Mit dabei waren auch 3 Mädchen aus dem Bundesliga-Nachwuchs des TSV Wasserburg, die die oberbayerischen Auswahltrainer Julia Pfettner, Sebastian Sturm und Susanne Wiesnet in zahlreichen Lehrgängen seit dem Herbst von sich überzeugen konnten. Natürlich halten wir sie über das Weiterkommen unserer Wasserburgerinnen auf dem Laufenden. Am Sonntagnachmittag nach dem sensationellen Spiel Deutschland gegen England ging es unmittelbar nach Abpfiff des WM-Fußballspiels hoch her. Ein Autokorso drehte gut 1,5 Stunden lang lautstark seine Runden. Angefeuert von einer Menschenmenge feierten zahlreiche Fans den Sieg der deutschen Elf in Südafrika. Als gegen 20 Uhr wieder Ruhe einkehrte, musste nur noch die Spuren der Party von einer Kehrmaschine der Stadt Wasserburg beseitigt werden. Fotos und Berichte zur WM in Wasserburg und der Party am Marienplatz finden Sie unter WM 2010. Rosenheims Hagelflieger live miterleben. Noch ist das Zukunftsmusik. Ein gemeinsames Projekt der Hochschule Rosenheim und des Rosenheimer Hagelforschungsvereins hat aber genau dies zum Ziel. Im Rosenheimer Kreistag wurde Roberta, so der Name, ein Messdatenerfassungsgerät vorgestellt. Während des Fluges sammelt es meteorologische Daten, registriert
die in die Hagelzelle eingebrachte Silberjoditmenge und zeichnet die Position des Hagelabwehrflugzeuges auf. Interessiert Sie dieses Projekt? Dann bitte lesen Sie mehr dazu unter Vereine hier bei uns. Das, meine Damen und Herren, waren die Nachrichten dieser Woche von wbgn.de. Ich hoffe, Sie sind gut informiert und freue mich drauf, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind.